Ja, das Ding ist, das hat Größe, möchte ich mal anmerken. Können wir das Ding einfach hier hinklatschen? Platzmäßig wird es ja gehen. Ja, oder wir tun es einfach hier hin. So mitten in den Wald. Ja, würde ich sagen. Machen wir hier eine kleine Straße. Und dann das Geothermie-Kraftwerk dahin. Na, hier was. Wie viel erzeugt es? Das erzeugt Heizleistung von 80 Megawatt. Bumm. Ja, finde ich, ist eine nette Idee. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich würde die Straße einfach mal hier weggehen lassen und verbinden. Im Vergleich zu den letzten Malen wird jetzt richtig viel an neuen Gebäuden und so weiter ausprobiert. So, jetzt müssen wir aber, und das ist jetzt der große, große Nachteil, kombinierte Wasser- und Heizrohre. Ja, jetzt muss das Ganze nämlich einfach mal ersetzt werden. Dafür drücken wir Pause und verkabeln die gesamte Stadt neu. Nein, das wird nicht lange dauern. Gar nicht. So, wo geht das eigentlich hin? Ach ja, das war da oben für diese Wasserpumpen. Oh, Moment. Oh, Rohre verbessern. Ups. Ich wusste doch, dass es so eine Funktion gibt. Alter, gut, dass ich echt noch drauf gekommen bin. So. Auch wenn es knapp war und ich bereits die Hälfte abgerissen habe. Aber die haben zum Glück denselben Wirkungsradius. Nee, das ist keine Drecksarbeit oder so. So, das reicht jetzt erstmal. Da kommt ja noch keine Wärme hin. Gut, die bräuchten jetzt so gesehen eigentlich auch keine Wärme, aber hey, egal. Ihr heizt jetzt in Zukunft mit Geothermie und nicht mit Strom. Dadurch spare ich mir nämlich einiges an Strom. Dann brauche ich so schnell keine neuen. Kraftwerke holen. War dieser Satz jetzt komisch, weil er so abgehakt war? Ja, auf jeden Fall. Ah, Mann, dieses. Ich halte halt die ganze Zeit das gedrückt. Ob das dadurch besser ist oder nicht, weiß ich nicht genau. Tatsache ist auf jeden Fall, dass es irgendwie funktioniert. Die bekommen keine diese. Die bekommen die Leitung nicht. Warte mal, die werden mal hier zurückgefahren. Weil die kosten ja auch im Prinzip mehr Unterhalt, ne? 100 pro Zelle, 20 pro Zelle. Die kosten viel, viel mehr. So. Was macht da noch eine Wasserproduktion? Die gehört da eigentlich weg. Auf jeden Fall gehört die da weg. Nachdem wir jetzt so viel Platz nach außen haben, muss das da weg. So.
Das ist soweit dann fertig. Ich glaube, ich verlege die Rohre hier einfach mal neu. Zack. Jetzt haben die nämlich dann auch so den Zugang. Die brauchen das gar. Das Rohr brauchen wir gar nicht mehr. Das weiß ich nicht, ob wir brauchen. Ich glaube auch nicht mehr. Ich glaube, hier wird eh größtenteils nur Autobahnkreuz sein. Also so mal in meinen Kopf, so hier jetzt die Planung und so. Hier hinten muss natürlich auch noch verbessert werden. So. Einmal nach oben bitte. Danke. Na, komm, jetzt hier verbinden. Danke. Ah, wenn ich so treffe, dann geht es mega schnell. Das ist nice. So. Sehr, sehr schön. Ja, die Leitung können wir machen. Müssten wir prinzipiell jetzt aber nicht. Und die Leitung hier wird jetzt nicht mehr existieren. Die ist nämlich hinfällig. Weiß nicht, wie ich auf den Gedanken komme, hier diese Leitung zu machen. Die hier existiert bereits. Die könnte ich eigentlich auch noch machen, weil es schon so ist. Brauchen tue ich es jetzt nicht unbedingt. Das Ding muss auf jeden Fall noch verlagert werden. Safe. Vielleicht da oben. Weiß nicht genau. Und jetzt muss das hier oben noch gemacht werden. So. Jetzt müsste das alles versorgt sein und jetzt muss das natürlich noch hier angeschlossen werden. Sonst geht das natürlich nicht. Das könnten wir jetzt noch so verbinden, wenn wir lustig sind. Und die könnten wir dann bis hier rüberziehen, weil wir so cool sind. Aber das ist jetzt alles eine separate Geschichte. Jetzt braucht das Ding noch Strom. Legen wir dafür am besten eine komplette Leitung darüber? Ah, die Leitungen sind bei uns eh so ein Kuddelmuddel. Heieieiei, Hilfe. Was ist das für ein Kuddelmuddel? So, das einmal. Und ich glaube, dann tue ich die Leitung so drüber ziehen. Moment. So. Und was das hier dann noch alles ergibt, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, das muss alles mal irgendwie aufgeräumt werden. Das brauchen wir dann so gesehen eigentlich auch nicht mehr, die Leute. Ja, ist doch jetzt eigentlich egal. Komm, hier, los, gib ihm. So, jetzt ist das Ding mit Strom versehen und halt's Maulfenster. Sehr schön. Wir haben ein Geothermiekraftwerk. Was wäre denn die Alternative gewesen? Muss glatt mal nachschauen. Das Ding hier. Kesselstation. Das Ding hätte eine Heizleistung von 120 gehabt. Versorgen Sie Ihre Bürger mit dem guten mit der guten alten Kesselstation mit Wärme. Sorgen Sie dafür, dass das Gebäude mit verbesserten Wasserrohren verbunden ist, um die Wärme an die Gebäude zu verteilen. Die Kesselstation verbrennt zur Wärmeerzeugung Öl. Okay. Das ist ja ganz gut so gesehen, dass wir das nicht gemacht haben, weil wir haben bereits ein Ölkraftwerk. Deswegen passt das. So, dieses Gleis hier könnte ich tatsächlich schon final verbinden. Das mache ich auch. So.
Geht es sofort ins Gleis, in die Brücke über? Ja. Das ist gut so. Oh. Hoppala. Moment, wo geht das hin? Ja. Okay. Damit bin ich einverstanden. Das geht auch. Eine riesige Brücke. Okay, gut, kann man machen. Ja. Wieso geht das so steil runter? Ja, weil es wahrscheinlich ein Hügel ist. Deswegen. Captain Obvious. Moment. Ich verbinde mal das direkt. Dann geht es ein bisschen smoother über. Dadurch ist es nicht so, okay, Dreieck, Spitze, sondern smooth. Oh Mann, diese englischen Begrifflichkeiten. Hm, ja, wie kommen wir jetzt da drüber? Ich bin ein Genie. So geht's rüber. Dafür brauchen wir aber eine leichte Kurve. Ja. Okay. Wir haben genug Nebentrassen, dass das auf jeden Fall funktioniert. Jetzt ist die Trasse auf jeden Fall hinfällig. Ist das fast schon zu steil? Na, nee. Das geht noch. Und runter. Sehr angenehm. Jetzt habe ich bloß... Oh, Moment. Hier müssen wir vorsorgen. Wir können komplett gerade durchgehen. Denn ich habe vor, die auf dieses Gleis zu holen. Diese Zugstrecke. Dafür muss das hoch. Das geht's hier. Und jetzt ganz einfach mit der verbunden werden. Ort ist bereits belegt. Sehr schön. So muss das sein. Nicht? Ja. Ist es sehr schön? Ja, ja, das ist schön. Das würde ich sagen, erhält Prädikat, ist auf jeden Fall akzeptabel. Warum ich jetzt ausgerechnet die Mitte verwendet habe? Ganz einfach, links, wie gesagt, überregional. Ich nenne es jetzt mal nicht international, sondern überregional. Und das Gleis hier, das geht hier am Bahnhof vorbei. Und ich glaube dann hier drüber, dann auf dem Pass da hoch. Das können wir eigentlich auch schon gleich legen. Wenn ich ja eigentlich schon genau weiß, wo das hinführt, dann, dann mache ich es halt gleich. Dann einmal da hoch, bitte. Dann brauche ich einmal das Gleis hier separat. Ah ne, da muss es ja eigentlich schon deutlich höher sein. Wobei es ja eigentlich so gesehen auch darauf führen könnte, ne? Nur mal so die Überlegung. Ich könnte es ja eigentlich auch ganz normal da drauf führen. Und dann halt hier. Dann halt hier weg. Moment. Hier weg. Und dann? Nein. Moment. In den Berg rein. Zack. So könnte ich das doch einfach auch machen. Dann würde ich mir extrem viele Brücken sparen. Und sogar ein komplettes Gleis. Wenn man mal ehrlich ist.